denn die Spinner, die Christen. Ne? Die Spinner, die Christen, diese voraufklärerischen Hinterwäldler, die glauben doch ernsthaft, dass ein Gott hinter dieser Welt steht. Also im Prinzip könnte man sagen, Christen sind wie Mäuse, die in einem überdimensionierten Klavier leben, also in so einem Konzertflügel, da ist viel Platz, da gibt es verschiedene Kammern und Räume und da lebt so eine Mäusefamilie. Und die sind halt ein bisschen so, naja, wie die Christen, die glauben an Dinge. Und die Mäusefamilie, die glaubt, dass die Musik, die sie hören, dass das von einem so Art höheren Wesen kommt, nämlich von Menschen. Dass es Menschen gibt, die Musik machen. Und weil die halt so religiös sind, dann feiern die auch ein paar Mal im Jahr Feste, sowas wie Weihnachten oder Ostern, und dann erzählen die sich Geschichten von diesen Menschen. Nur eines Tages gibt es halt zum Glück irgendwann einmal eine Aufklärung bei denen. Da gibt es dann Mäusewissenschaftler, die mal einen Gang weiterschauen in dem Konzertflügel und die sehen dann, das war alles nur ein Märchen. Menschen gibt es gar nicht, wir haben es jetzt entdeckt. Das sind so Schnüre so, oder was auch immer, so Bänder und so kleine Hämmerchen, die da so draufklopfen. Die machen die Musik, keine Menschen. Irgendwann sind die sogar noch fortschrittlicher, diese Mäusewissenschaftler, und entdecken noch mehr. Die können so erklären, irgendwann wie diese Hämmerchen da vorne sich bewegen, weil da gibt es dann weiter hinten nochmal einen anderen Mechanismus, der dieses Mechanismus auslöst und so weiter. Zum Glück wurde irgendwann das Märchen aufgeklärt, dass es Menschen gibt, die Musik machen. Oder sagen wir vielleicht sogar noch das Konzertinstrument vielleicht entworfen hätten oder die Musik komponiert hätten, das was. Die Märchen waren dann ab da vorbei.